Ich freue mich sehr, dass so viele Leute heute hier dabei sind, um ja, sich Inspiration für für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im ländlichen Raum abzuholen. Und als ich mich auf den Vortrag vorbereitet habe, habe ich gedacht, naja, man muss eigentlich noch mal ein bisschen Kinder und Jugendliche nicht nur unter den Herausforderungen von Corona, sondern Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum, was bedeutet das denn eigentlich? Weil das ist ja noch, die sind ja noch mal, das ist ja noch mal herausfordernder sozusagen. Und wir sind sachsenweit unterwegs und ich habe gedacht, ich versuche mal erstmal so ein bisschen diese Zielgruppe an sich nochmals zu skizzieren. Das, was wir generell bei den Jugendlichen merken und auch insbesondere im ländlichen Raum ist, die sind einfach zahlenmäßig unterlegen. Also man muss sich das, die sind einfach weniger im Verhältnis zu den Älteren, ne? Also wenn man sich den demografischen Wandel anschaut, dann sind die einfach weniger als alle anderen, ne? Und sich da durchzusetzen, ist noch schwerer, weil die Lobby so klein ist. Außer im institutionalisierten Kontext, also sprich Schule, werden Jugendliche als kompetente, stimmberechtigte Wesen noch nicht so wahrgenommen, wie wir uns das alle wünschen. Darüber hinaus steht nach wie vor in Beteiligungsprozessen die Machtfrage. Das heißt, wir merken ganz oft, Erwachsene setzen den Rahmen für die Beteiligung und da ist ein Raum, den könnt ihr gelb oder grün streichen und damit ist sozusagen diese Beteiligungskomponente abgehakt. Aber das reicht natürlich nicht. Wir wollen ja schließlich, dass junge Menschen politische Beteiligungsprozesse und Entscheidungsprozesse nachvollziehen können und somit müssen diese transparenter sein. Wenn man sich jetzt vorstellt, junge Menschen gehen beispielsweise in die Gemeinderatssitzung im Dorf oder in die Stadtratssitzung, sind das ja Formate, die eben nicht besonders attraktiv für junge Menschen sind. Die sind meist sehr lange. Oftmals haben die Jugendbeiräte nicht mal ein Sprachrecht, geschweige denn ein Stimmrecht. Dann ist die Lust, in diese Form zu gehen, ja, sehr gering. Und darüber hinaus sind bestimmte Prozesse eben auch nicht nachvollziehbar, ne? Wie werden denn diese Entscheidungen getroffen? Und warum dürfen wir das jetzt nicht? Warum gibt es in unserem Ort keinen Freizeitpark? Warum können wir jetzt hier keine Wasserrutsche bauen? Also man kann die Jugendlichen quasi in diese oder die Kinder in diese Prozesse mitnehmen und das verständlich machen. Wir erleben aber, dass junge Menschen mitentscheiden wollen. Das muss man sich so, wir kommen nicht, wir zwingen die nicht, ihr müsst euch jetzt mal beteiligen und wir machen jetzt hier mal Demokratie zusammen, sondern die wollen das, die haben da Lust drauf. Und, wie wir eingangs auch gehört haben, die haben ein Recht darauf. Die Bundesländer machen das in unterschiedlichen Qualitäten und Bereitschaften, tatsächlich Beteiligung zuzulassen. Speziell in Sachsen ist es eine Sollbestimmung. Ich sage mal so, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, wie man die Beteiligungsprozesse hier in Sachsen noch ein bisschen stärken kann, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir erleben ganz oft, wenn wir in die Kommunen gehen, dass die Erwachsenen so, ja, wir haben ein Angebot geschaffen, aber da ist niemand gekommen, wo ich immer mir denke, ja, aber dann fragt die doch, hat denn jemand mal mit einem jungen Menschen gesprochen oder eine Gruppe eingeladen? Nee, das haben wir nicht gemacht. Ich denke, ja, aber das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt, dass man eigentlich die fragt, die man auch erreichen möchte. Insofern, Jugendliche sind diejenigen, die am besten wissen, was die brauchen und damit auch kommunale Entscheidungen verbessern können, wenn diese denn für die Kinder und Jugendlichen passieren sollen. Insbesondere in den wirklich, sagen wir mal, dünn besiedelten Regionen ist ja jeder Einzelne wichtig und kann eine Chance sein, diesem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Denn dort, wo ich als junger Mensch gute Erfahrungen mache und mich einbringen kann, dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bleibe bzw. zurückkehre, viel höher. Und dass man Formate, ich habe einfach mal ein paar Eindrücke mitgebracht, unter Corona-Maßnahmen und in Hallen und draußen getestet so gehen machen kann, das geht. Das ist herausfordernd, aber es geht. Schließlich das ist ja der Grund, warum wir wahrscheinlich heute auch alle hier sind, Jugendbeteiligung lohnt sich, weil wir einfach merken, in den Orten, wo wir junge Leute empowern, wo die sich einbringen, wo ein Dialog mit dem Bürgermeister ist, wo die Verwaltung hinter den Jugendlichen steht, wo es ein starkes Engagement gibt, dort haben die eine viel größere Verbundenheit und Identifikation mit dem Ort. Und damit ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge zerstört werden oder eben nicht so gewertschätzt werden, wie man sich das wünscht,
sinkt. Damit eben auch die Abwanderung. Wir haben Orte, wo das quasi in diesem Gap zwischen 20 und 30 dieser Wegzug passiert zur Ausbildung und Studium und so weiter. Und die Menschen, die in dieser Zeit bis 16, 18 gute Erfahrungen in diesen Orten gemacht haben, die kommen dann mit Anfang 30 mit ihren Familien wieder zurück in diese Orte und verjüngen die natürlich damit und verändern die, weil die ihre Frauen und Männer und Kinder und noch Freunde mitbringen und so wächst dort eine andere Kultur. Die Wahrscheinlichkeit steigt eben auch, dass die, wie ich gerade schon gesagt habe, dass die da zurückkommen. Darüber hinaus kann die Qualität von kommunalen Entscheidungen natürlich verbessert werden. Wenn ich etwas über jemanden entscheide, ist es natürlich viel effektiver und passgenauer, wenn ich den einbeziehe. Na, ist ja klar. Also das klingt so einfach und so logisch, ist es aber leider nicht. Es wird ja dann nochmal spannend, was Sie dann aus Ihrer Arbeit erzählen. Besonders in der jetzigen Zeit ist diese Beteiligung so ein ganz wichtiger Moment für junge Menschen, für Kinder, für Erwachsene auch, dieses demokratische Miteinander zu lernen, dass das Gegeneinander eben ein bisschen weicht und wir wieder dahin kommen zu einer gegenseitigen Gestaltung und Mitnahme und Rücksichtnahme, um eben das eigene Umfeld lebenswert zu machen. Nun habe ich noch mal weit ausgeholt, es war mir aber wichtig, und auch noch mal, um ein paar Stichworte noch mal mitzunehmen, ne? wie es gerade Kindern und Jugendlichen geht. Nicht nur, dass sie im ländlichen Raum diese weiten Schulwege haben, meistens nicht mal in den Orten zur Schule gehen, wo die leben und die Freunde vielleicht auch aus anderen Orten kommen. ÖPNV ist eine Katastrophe und teilweise sind die Internetanbindungen sehr schlecht. Ne? Das sind ja alles so Faktoren, die jetzt nicht besonders jugendlich sind und die Angebote schwinden. Mit Corona kam noch dazu, dass die sich nicht mal draußen an der Bushaltestelle treffen durften, teilweise eben durch Kontaktbeschränkungen und so weiter eben überhaupt Treffen nicht möglich waren, die sich nicht mehr in der Schule gesehen haben, die digital gelernt haben. Wir Pädagoginnen haben uns dann darauf gestürzt und haben alle möglichen digitalen Formate gebaut und haben uns gewundert, ja, die haben ja eigentlich gar keine richtige Lust dazu. Die Aktivitäten in Sportvereinen etc. waren eingeschränkt und natürlich haben wir viele große Belastungen in den Familien, weil auch die Eltern da überlastet sind. Und in diesem ganzen Konglomerat bewegen wir uns. Ne? Und wir sind mit unserem Programm eben genau dort unterwegs gewesen, auch in den letzten 2 Jahren. Und damit Sie ein bisschen verstehen, wie wir vorgehen, habe ich Ihnen diese kleine Grafik mitgebracht. Wir haben unterschiedliche Programme, die stelle ich Ihnen im Anschluss auch gleich nochmal vor, aber wir gehen sozusagen unterschiedlich in diesen Regionen vor, weil wir merken, es gibt nicht, also oder wir wissen einfach, es gibt keine passgenaue Beteiligung, also es gibt keine Beteiligungsmaske, die wir über die Kommunen stülpen und dann funktioniert das, sondern man muss irgendwie schauen, wie sind die Orte aufgestellt, was kann man stärken, wo gibt es da Defizite, wen muss man auch vielleicht zusammenbringen. Und arbeiten deshalb einmal top-down. Das heißt, das ist die Initiative der Verwaltung, des Bürgermeisters, der sagt, wir müssen hier unbedingt was für die Jugendlichen machen. Und wir gehen sozusagen von der Spitze in die Gruppe der Jugendlichen. Andersrum ist der Bottom-up-Ansatz, wo Kinder und Jugendliche aus der eigenen Initiative heraus auf uns zukommen, Projektanträge stellen und ihre Ideen umsetzen. Und in dieser Kombination, in dieser Verzahnung dieser beiden Ansätze sind wir tatsächlich sehr wirksam. Und das macht richtig Spaß. Genau, das erste Programm, was ich Ihnen vorstellen will, ist Jugendbewegt Kommune. Jugendbewegt Kommune ist ein Programm, was eben top-down ist. Das setzt an der Unterstützung der Verwaltungsstrukturen an. Das heißt, BürgermeisterInnen kommen auf uns zu und sagen, wir wollen eben was machen oder ein Verwaltungsmensch und wir schauen dann gemeinsam, wie das geht. Die Besonderheit an dem Programm ist, dass wir der logische Schritt, möchte ich mal vielmehr sagen, dass wir in diesen Orten Steuerungsgruppen bilden. Das klingt sehr technisch, ist es aber nicht, sondern wir bringen im Grunde alle erwachsenen AkteurInnen zusammen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben in irgendeiner Art und Weise. Anglerverein, Sportverein, Karnevalsverein, Schule, Hort, Kita, Elternbeiräte, alle freiwillige Feuerwehr. Ne? Also das sind ja quasi die Strukturen, die irgendwie an diese jungen Menschen rankommen.
die bringen wir zusammen und eichen die auf ein Commitment, dass hier was passt, also dass etwas für diese Jugendlichen passieren muss. Die werden so eine Art Gremium. Und um dort wirksam zu werden, ist die erste gemeinsame, der gemeinsame Akt, quasi einen Kickoff zu machen. Das hat meistens so ein bisschen kleinen Festcharakter. Da ist dann noch, gibt es dann irgendwie noch eine Hüftburg und eine Bratwurst und dass das so ein bisschen offen ist und sehr niedrigschwellig. Und wir spielen dann sozusagen drei Zielgruppen. Kinder, also Kinder im Grundschulalter mit Methoden, die eben sehr kindlich und niedrigschwellig sind. Wir bespielen die Jugendlichen, mit denen wir sozusagen Peer-Workshops machen. Da holen wir uns sozusagen jugendliche ModeratorInnen. Das hat auch tatsächlich gut mit Corona funktioniert, natürlich draußen und manchmal auch bei herausfordernden Wetterlagen, aber das hat funktioniert und es war auch sehr gut. Man muss sich nur ein bisschen darauf einstellen, dass eben alles irgendwie passieren kann. Und Workshops für die Erwachsenen, um eben auch die darauf zu eichen, wer wir sind, ne, und was wir vorhaben. Und auch eben, um die Netzwerke da vor Ort zu stärken. Man hat irgendwie die Erwartung, dass, also ich komme selber, also bekomme ursprünglich aus dem ländlichen Raum, man denkt irgendwie so, naja, in so einem 4000-Seelen-Ort, die müssen sich doch alle kennen. Das ist natürlich Hokuspokus. Also das ist natürlich nicht der Fall. Und dieses alle an einen Tisch bringen in einer Regelmäßigkeit, das ist, glaube ich, die große Stärke. Und dann tatsächlich auch die Begleitung der AkteurInnen, die Moderation, dass man da ein Protokoll schreibt, dass man sich eine Agenda setzt, dass man so ein bisschen das Projektmanagement macht. Und so haben wir da eine erwachsene Gruppe, die lernt, wie Wege sein können, um Kinder und Jugendliche zu beteiligen. In diesen jugendlichen Workshops und auch in den Kinderworkshops entstehen dann Projektideen, die wir gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen umsetzen. Und diese erste Beteiligungserfahrung, nämlich die projektorientierte Beteiligung, lässt diese erwachsene Skepsis sinken. Und das ist, glaube ich, die größte Hürde, die es so zu nehmen gilt. Weil wenn die Erwachsenen nicht bereit sind, diese Entscheidungsräume freizumachen, dann beißen wir uns da die Zähne aus. Im nächsten Schritt stelle ich Ihnen Demokratie in Kinderhand vor. Das Bild, was Sie sehen, das sind die Kinderbürgermeisterinnen aus Thalheim. Da gibt es, ich stelle dann auch noch mal ein paar Links zur Verfügung, das können Sie sich gerne angucken. Das Programm Demokratie in Kinderhand hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder im Grundschulalter zu beteiligen. Da gehen wir ähnlich vor und bilden Steuerungsgruppen. Dort sind halt auch hauptsächlich Kita, Grundschule, Hort vertreten und oft eben die ElternvertreterInnen. Hier sehen Sie den Bürgermeister von Thalheim, der die Urkunde den ersten KinderbürgermeisterInnen überreicht. Das ist eine Variante zum Beispiel, wie Kinder gut beteiligt werden können. Wir haben auf unserer Webseite starkimland.de steht diese Methode auch zur Verfügung. Das ist nochmal eine Anleitung, wie baue ich das denn? Wie kann man das gut in die Gemeinde integrieren? Auch da ist der Fokus eben auf die Stärkung dieser Steuerungsgruppe, dass die diese Erfahrungsräume für die Kinder frei macht. Und das Besondere an diesem Programm ist, dass es sehr kindgerechte Methoden sind. Da stelle ich Ihnen nachher nochmal eine vor, die eben auch mit Corona und Kontaktbeschränkungen gut funktioniert, indem man eben, die Methode heißt Dorfdetektive, indem man einfach tatsächlich diese Orte gemeinsam entdeckt und draußen unterwegs ist. Das Programm Hoch vom Sofa, das ist Bottom-up. Setzt also direkt bei den Kindern und Jugendlichen an. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, Projektanträge bei uns zu stellen. Diese Anträge sind sehr niedrigschwellig und ganz einfach sozusagen in der Antragslage. Die bekommen ihre Projektgelder, müssen so ein bisschen beschreiben, ne, was habt ihr vor, wie soll das gehen, wie ist der Zeithorizont, und bekommen aber von uns die Unterstützung. Das ist an allen Programmen gemein. Wir haben immer Prozessbegleitungen. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen, die in die Orte fahren und diese Gruppen, sowohl die ErwachsenenakteurInnen als auch die Kindergruppen und Jugendlichengruppen, unterstützt in der Projektumsetzung. Weil sowas ja auch nicht immer flüssig funktioniert,
Hier sehen Sie zum Beispiel die Oberlausitzer Filmkids. Das ist eine Filmgruppe aus dem Örtchen Neukirch. Die sind angebunden mit zum Glück an die soziale Arbeit, ist ja auch nicht immer, an die mobilen, gibt es ja auch nicht immer im ländlichen Raum. Die haben anfänglich eigentlich nur einen Film drehen wollen, haben einen Antrag bei uns gestellt und wir haben die so begleitet und haben gesagt, hier, da, also bloß mit Technikausstattung, da könnt ihr, das ist vielleicht ein bisschen wenig, wir wollen ja auch, dass ihr was lernt, haben den noch einen Regisseur an die Seite gestellt und die haben dann Filme gedreht, haben eine Dokumentation über ein Festival in der Oberlausitz gemacht und haben jetzt aktuell ihren ersten Spielfilm abgedreht und schneiden das jetzt, geht auch digital, die haben quasi alle diese Schnittprogramme zur Verfügung gestellt bekommen. Der Verein, der dahinter steht, hat Corona genutzt und Fördergelder für diverse Laptops beantragt, die alle bis unter die Decke ausgestattet sind mit Schnittprogrammen, sodass die trotzdem miteinander arbeiten können und die schalten sich aktuell über Teams, glaube ich, zusammen. Genau. Und jetzt das jüngste Programm im Bunde, die Mission 2038 in der Bundesrepublik geht ein Raunen durch einige Bundesländer, weil die Kohlereviere gerüttelt werden und geschlossen werden sollen. Speziell sind wir mit der Mission 2038 im Lausitzer Revier unterwegs, im sächsischen Teil und im Brandenburger Teil. Wir versuchen dort Kinder und Jugendliche für das Thema Strukturwandel zu sensibilisieren und gleichzeitig unterstützen wir sie dabei, die Ideen, die sie haben, um den Strukturwandel auch jugendgerecht zu machen, dabei sich damit einzubringen. Genau, was Sie hier sehen, das ist eine Gruppe aus Weißwasser, das ist so ein Mittelzentrum in der Kernregion im Strukturwandel, mit denen haben wir uns Mai letzten Jahres getroffen und haben quasi zusammengearbeitet. Ich zeige Ihnen jetzt im Anschluss gleich nochmal ein bisschen Einblicke von dieser Veranstaltung. Da sehen Sie auch, wie wir das quasi unter Corona und Inzidenzen und Abstand und so weiter gemacht haben. Wir haben uns immer den DRK zum Beispiel zum Testen mit dazu geholt, damit wir da sicher sein können, dass diese Tests auch ordentlich ausgeführt werden. Natürlich mussten die alle immer eine Maske tragen, aber wir haben die Veranstaltung im Mai gemacht. Das ging, das heißt, wir haben ganz viele Panels auch nach außen gelegt. Generell ist zu dem Programm zu sagen, wir sind damit im November 2019 gestartet. Da war noch quasi alles normal und haben eine große Jugendkonferenz geplant, die im März 2020 hätte stattfinden sollen. Die haben wir dann 3 Tage vorher abgesagt mit 120 Anmeldungen. Und da konnten wir am besten irgendwie lernen, was macht man denn, wenn Corona dir die Veranstaltung zerschießt? Wie macht man das? Und haben dann kurzerhand auf digitale Konferenzen umgemünzt, haben die ganz niedrigschwellig gemacht. Da waren die Jugendlichen auch noch nicht so müde davon und haben die aber präzisiert. Ne? Also keine großen Ideenkonferenzen, sondern wir haben uns aus diesen Strukturwandelthemen eins rausgesucht, ganz konkret. Und haben das angefüttert mit coolen Inputgebenden. Und da sind die gekommen. Und das war für uns ein großes Glück, weil wir dann anschlussfähig eine Veranstaltung geplant haben, die dann hybrid war, weil wir natürlich 120 Teilnehmende im Jahr 2020 nicht mehr hätten zusammenbekommen. Aber bevor ich Ihnen das noch ein bisschen genauer erkläre, wie wir die hybride Veranstaltung gemacht haben, möchte ich mal meinen Bildschirm mit Ihnen teilen und Sie ein Stück. Der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert. Das müsstest du für mich nochmal ermöglichen, ja, damit ich das Video zeigen kann. Ich habe ein Video mitgebracht von der Veranstaltung, damit Sie so ein bisschen den Eindruck kriegen, wie diese Veranstaltung an sich gelaufen ist. Sie sehen dann auch ein bisschen das Veranstaltungsformat mit diversen Votings. Das ist immer auch ganz gut übertragbar. Und genau. Aber dazu... Sollte jetzt klappen. Ja, sollte jetzt klappen. Klappt auch super. Danke dir. So. Genau. Sie sehen das hoffentlich jetzt alle und ich feuer das mal ab. Viel Spaß.
Die Mission 2038 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche im Strukturwandel zu beteiligen. Eine Form ist heute hier dieses Jugendmeeting, weil mit der Entscheidung, aus der Kohle zu gehen und die Kraftwerke zu schließen, steht die Lausitz vor einer großen Herausforderung. Und nicht nur, dass damit Arbeitsplätze wegfallen, sondern es verändert sich Gesellschaft. Hier müssen Kinder und Jugendliche auf jeden Fall mitgestalten und mitbestimmen, weil das deren Zukunft ist, über die jetzt entschieden wird. Es ist ganz wichtig, dass auch schon die Jugend ihre Ideen mit einbringt. Und hier ist auf jeden Fall eine Plattform dafür. Mit geballter Power der Jugend schafft man das garantiert. Also es gibt viele Jugendinitiativen und Gruppen, die sich engagieren, aber man hat das Gefühl, die werden noch gar nicht richtig wahrgenommen. Deswegen finde ich es wichtig, dass man sich hier in solchen Gruppen zusammenfindet, den Austausch sucht und vielleicht auch mit einer starken Stimme an die höheren Stellen herantritt. Ich hoffe, dass viele neue, interessante Ideen aufkommen werden, die man dann auf längere Zeit ausarbeiten kann und umsetzen kann. Dass halt für die Leute, die hier noch länger wohnen, dass es schöner wird und spannender, freizeitmäßig oder generell. Ja, dass man vielleicht auch einen Grund hat, nicht aus Weißwasser wegzuziehen, dass man hier bleiben kann. Ich finde, wir meckern viel zu viel rum und wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, was sind die positiven Dinge und wie kann sich jeder Einzelne einbringen, um die Gegend positiver zu gestalten, auch toleranter zu gestalten. Wir freuen uns erstmal, dass ihr alle da seid. Total super. Jugendmeeting, Jugendkonferenz, Jugend gestaltet Lausitz, Strukturwandel, alles Themen. Wir haben 2.500 Euro für euch, wollen mit euch ins Gespräch kommen, euch Projekte ermöglichen, euch bei der Umsetzung unterstützen und auf der anderen Seite die Erwachsenen mal durchrütteln und sagen, wenn ihr eine zukunftsfähige Lausitz wollt, dann müsst ihr auch eure Jugendlichen einbeziehen, sonst sind die nämlich irgendwann weg. Wir hören zu wenig auf die Jugendlichen. Das ist das große Problem. Ne? Wir denken in die Zukunft als Erwachsene und vergessen, die Kinder und Jugendlichen mitzunehmen, weil eigentlich die Zukunft gehört denen und nicht mehr uns unbedingt. Es ist eine gewisse Aufbruchstimmung da. Man hat Möglichkeiten, etwas zu verändern. Man hat Möglichkeiten, sich einzubringen. Die Idee ist, dass man einen Jugendstadtrat aufstellt, der sich, wie der Name schon sagt, aus Jugendlichen zusammensetzt, der eine beratende oder auch eine repräsentative Funktion für die Jugend hat und hier den Stadtrat Fragen stellen kann, aber auch beraten kann. Jetzt gerade in Weißwasser und auch Umgebung, wie kann man weitere Ideen einbringen, um sich selber in seinem Ort wohlzufühlen und dort eben gern zu leben? Es ist einfach wichtig, dass die Meinung von den Jugendlichen angehört wird und einfach auch damit der Stadtrat auch weiß, was die Jugendlichen davon halten und nicht nur die Erwachsenen. Einmal geht es um eine Jugendinitiative Jugendwandelstrukturen und eine Plattform für jugendgerechte Kommunikation, wo Angebote, die im Strukturwandel bestehen, für die Jugend in jugendgerechte Sprache umgesetzt werden. Wenn Jugendliche das machen für Jugendliche, dann kommt das halt mit einer super frischen Motivation und mit Begeisterung rüber. Dann hat man halt gleich viel mehr Lust, sich zu engagieren. Unsere Idee ist, dass wir mehr Freizeitmöglichkeiten hierher kriegen in die Umgebung, dass die Jugendlichen einen Grund haben, hier mehr Zeit zu verbringen und nicht in größere Städte zu reisen. In Kromlau gab es eine Minigolfanlage, die hat aber zugemacht und da stehen halt die Teile draußen rum und verwittern halt leider. Die wollen wir wieder verwenden, wieder frisch machen und dann wollen wir das vielleicht hier auf das Telux-Gelände bauen. Da habe ich schon mal mit dem Chef von der Telux geredet. Der ist auch begeistert von der Idee. Es ist sehr erstaunlich zu beobachten, wie konkret und sehr fokussiert die jungen Menschen hier schon in jungen Jahren ihre Ideen formulieren und auch ganz genau formulieren, was sie denn sich selbst hier für die Zukunft vorstellen und selber da auch mitwirken möchten. Diese Projekte bilden eben das ab, wie Jugendliche drauf sind. Ne? Also eben dieses Konkrete der Jugendstadtrat, die wirklich hier in diesem Ort einwirken wollen. Und dann aber auch nochmal so dieses, das ist ein Strukturwandel, wir brauchen eigentlich eine jugendgerechte Kommunikation darüber. Eine Plattform zu schaffen, die jugendaffin ist, um sich eben auszutauschen. Was ich daran so toll finde, ist, dass es da eben keine Landesgrenze gibt. Junge Menschen nehmen die Lausitz als Einheit wahr und nicht die Brandenburger Seite und die Sachsen, sondern die, für die ist das eine Lausitz. Und dass die so für ihre Region brennen. Das ist immer wieder irgendwie krass. Also mir gefällt es persönlich sehr gut. Und in der Pause, also ich habe gerade mit den ganzen Leuten gesprochen, mich ein bisschen mit denen verständigt, näher kennengelernt, ein bisschen ausgetauscht. Von den vier Grundideen, was jetzt nun am Ende wirklich dadurch entstanden ist und ob man es umsetzen kann, wie wir es umsetzen und wie es damit weitergeht.
haben ja nachher dann eine kleine Präsentation. Da wollen wir das natürlich nochmal ein bisschen anschaulich gestalten mit so kurzen Stichwörtern, damit wir auch im Gedanken bleiben. Wir haben ja die Möglichkeit, auch Fördergeld mit in den Ring zu geben und werden mit Ihnen in der Schlussphase jetzt darüber diskutieren, welche Idee wie viel Geld bekommt. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel Geld braucht jede Idee zur Umsetzung. Die nächsten bitte. Was wollen wir machen? Also wir wollen zum einen Aufklärung betreiben, in jugendgerechter Weise, was der Strukturwandel bedeutet, welche Chancen und Möglichkeiten er bietet, welche Akteure daran beteiligt sind, Ideen sammeln, durch Workshops, durch Treffen, die Vernetzung herstellen mit Jugendlichen und Politikern. Das Thema ist vom Minigolf zu Freizeitaktivitäten gewechselt, Kino oder Geocaching, alles was man so halt in der Freizeit machen kann. Wir wollen Angebote, die es hier in der Lausitz gibt, aus Kunst, Kultur oder einfach von der Region, auf Plattformen, welche die Jugend nutzt, rüberbringen. Das ist zum Beispiel Instagram, TikTok oder auch Facebook. Was man zum Beispiel braucht, eine Kamera, eine Tontechnik, das sind ungefähr 1.000 Euro. Wir hatten das Thema Jugendstadtrat, hat der Oberbürgermeister schon signalisiert, dass man das unkompliziert regeln kann, dass man so einen A5-Flyer in die Schulen reingibt und damit zeigt, worum geht's, was haben wir vor, wann und wo treffen wir uns. Also das ist tatsächlich das erste Mal in der Mission 2038, dass alle Projektideen, die eingebracht werden, umgesetzt werden und wir alles finanzieren können. Die Präsentation hat ziemlich gut geklappt. Wir haben ja am Ende 1.000 Euro abgesahnt und es war auch mega spannend, die anderen Projekte zu sehen, also es war ein rundum gelungener Tag. Ich fand es eigentlich super. Danke für, dass ich hierher gekommen bin, also ich, zu gucken, was passiert, fand ich, dass wir ziemlich weit gekommen sind und krass, wie schnell wir eigentlich so neue Menschen kennengelernt haben. Die Hauptsache ist natürlich, dass wir unsere Idee vorgestellt haben. Ich glaube, das haben wir echt gut hinbekommen. Ja. Ja, wenn da zwei Leas am Werk sind, dann wird das auf jeden Fall gut, ne? Das war wirklich, ich finde das so ein cooles Projekt und ich bin auch liebend gern wieder dabei und das hat so Spaß gemacht. Ich finde es einfach so geil, was hier heute war. War jetzt ein sehr harter Cut von meiner Seite. Aber ich möchte es jetzt hier nutzen, um direkt mit Ihnen Sie mitzunehmen und überzuleiten in, ja, das ist schön, aber wie macht man das denn jetzt? Wie macht man das mit Corona und wie macht man das im ländlichen Raum? Ich glaube, zwei Sachen vorab. Das ist einfach was wir erleben und auch gelernt haben. Um junge Menschen zu beteiligen, braucht es Beziehungsarbeit. Das ist unumgänglich. Da kann man sich eine glossy Instagram-Seite und Kommunikationsstrategien zusammenzimmern. Das ist alles gut und das ist auch nicht unwichtig. Aber die brauchen vertrauensvolle Personen, die die begleiten, mit denen die sprechen können, die ein ernsthaftes Interesse haben und die das auch in einer gewissen Kontinuität machen. Die Ansprache von Jugendlichen funktioniert nicht über Mailings, über Flyer, über Plakate. Also das funktioniert vielleicht im Sinne von Dienstleistung und Konsum, aber nicht für die Beteiligung. Speziell in dem Fall von Weißwasser kann ich sagen, dass wir da wirklich Klinken geputzt haben, auf jeder Couch in jedem Jugendclub da im Umkreis gesessen haben und uns vorgestellt haben. Also das ist eine sehr kleinteilige Akquise gewesen, aber mittlerweile haben wir da ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den Jugendlichen und es macht auch wirklich, macht wirklich große Freude, mit denen Zeit zu verbringen. Und wenn man diese Vertrauensbasis hat, dann funktionieren zum Beispiel digitale Formate auch viel besser. Dann ist die Bereitschaft, sich mit uns in digitale Formate und Treffen zu begeben, viel, viel größer, als das noch vorher war. Das ist unsere Erfahrung. Die glaube ich ganz, ganz wesentlich ist, weil wir teilweise Anfragen bekommen, so ja, und wie kommt ihr denn an die Jugendlichen ran? Wo ich denke, ja, es ist, also wir haben da auch keinen Trick, es gibt da keinen Trick. Man muss irgendwie ein halbwegs cooles Angebot haben und man muss es ernst meinen. Und dann kann man die auch schon ganz gut einsammeln und unterstützen. Genau. Ich habe Ihnen ein Format, was gut funktioniert oder funktioniert hat,
mitgebracht, was wir im letzten Jahr vor 2 Jahren schon gemacht haben, wo quasi der Lockdown wütete. Das ist ein hybrides Format. Das haben wir mit der Mission deshalb gemacht, weil wir gemerkt haben, okay, wir sind absolut nicht in der Lage, eine riesige Location zu finden, wo man so viele Jugendliche zusammenbringt. Und außerdem hat der ländliche Raum die Herausforderung der Mobilität. Ne? Also Samstagvormittag fährt vielleicht 2-mal der Bus, um in die nächstgrößere Stadt zu kommen. Die müssen mehrfach umsteigen und sind im Schnitt irgendwie mit 2 Stunden unterwegs. Also da muss man schon richtig große Lust haben auf Beteiligung und Demokratiebildung, dass man sich, dass man das auf sich nimmt. Deshalb war die Überlegung, wir machen keine zentrale Veranstaltung, sondern wir dezentralisieren und gehen dorthin, wo die sind. Und haben uns quasi in dieser Region 3 Orte rausgesucht, die trotzdem noch halbwegs gut erreichbar sind, aber viel, also wirklich weit auseinander liegen, obwohl es eine Region ist. Wir waren also in Görlitz, Hoyerswerda und Löbaum. Diese, da liegen, ich glaube, 150 Kilometer zwischen oder 100 Kilometer zwischen diesen Orten jeweils. Also nicht zwischen Löbaum und Görlitz, aber egal. Und haben die digital miteinander verletzt. Weil das Problem ist ja, der ländliche Raum und diese kleinen Orte, diese jungen Menschen fühlen sich ja auch isoliert, weil die ihre Freunde maximal in der Schule treffen können. Und wenn die Eltern bereit sind, die mal am Abend mit dem Auto irgendwo hinzufahren, dann ist das schön. Aber das ist eben leider nicht immer der Fall. Also haben wir diese Veranstaltung dezentralisiert und sind eben in diese Orte gegangen und haben die miteinander vernetzt, um denen auch deutlich zu machen, ihr seid aber nicht allein. Also ne, es ist jetzt nicht so, dass ihr 3 aus diesem Ort und ihr seid die einzigen Jugendlichen, sondern da gibt es andere Orte. Da sind noch genau solche wie ihr, die auch Lust haben, irgendwie was zu machen, die auch irgendwie Widrigkeiten haben und die das auch schwer haben. Jeder Standort war moderiert und diese Standorte waren quasi via Screens miteinander verbunden. So konnte darüber so ein standortübergreifender Austausch gemacht werden. Und es hat wirklich toll funktioniert. Und die hatten da ebenfalls Projektgelder und mussten in 2-Minuten-Slots ihre Projekte vorstellen und haben dann digital gevotet. Das Tool dazu hieß Voxer und sah dann folgendermaßen aus. Also das ist sozusagen hier mit dem Abstand. Im Hintergrund sehen Sie, da ist der Timer für die Projektvorstellung. Und hier sind diese Standorte zusammengeschaltet. Und es war eins, wir haben natürlich auch, also es war so ein bisschen auch die Jungfernfahrt für uns. Wird es irgendwie, geht dieses Format auf? Wird es funktionieren? Funktioniert es mit der Technik? Das war quasi, da waren wir auch noch nicht so firm in all diesen Dingen. Und es hat super funktioniert. Es hat auch wirklich total viel Spaß gemacht. Und das Feedback von allen Kids war, ja, es ist total gut, dass ihr das jetzt hier gemacht habt. Nach Hoyerswerda wäre ich nicht gekommen, wo wir es ursprünglich geplant hatten, weil es einfach zu weit gewesen wäre. Und eine junge Frau kam dann auf mich zu und meinte, hey, das ist total cool. Wir haben hier parallel schon geschrieben. Mir war das nicht klar, dass es so viele Engagierte eben da auch in dieser Ecke gibt, weil diese Gruppe halt so zerrissen ist in diesen kleinen Orten. Und das war für uns eine ganz tolle Erfahrung und tatsächlich auch so diese Konsequenz, okay, dann machen wir das mit kleineren Gruppen. Wir brauchen natürlich im Backend mehr Menschen, die das machen, aber wir haben im Endeffekt den größeren Effekt erzielt, nämlich, dass wir die aussuchen dort, wo die sind. Das klingt irgendwie nicht neu, aber wenn man es dann mal eben mit Corona und digital so denkt, war das so ein Novum für uns und auch ein gut funktionierendes Novum, das ich deshalb heute mitgebracht habe. Das andere ist, ich habe Ihnen ja eingangs erzählt, Jugendbewegt Kommune macht immer Kickoffs und wir machen dann diese Veranstaltungen. Wir fragen die Jugendlichen, was gefällt euch in diesem Ort, was gefällt euch nicht so, was wollt ihr gerne ändern, welche konkreten Projektideen habt ihr? Das ist ja quasi auch von heute auf morgen gekippt. Das konnten wir ja dann alle nicht machen. Ne? Wir saßen dann zu Hause und haben gedacht, wie kommen wir jetzt an die ran, wie machen wir das? Und haben uns dann mit einigen BürgermeisterInnen ausgetauscht, die dann mutig genug waren, mit uns digitale Befragungen zu machen. Wir haben also Umfragen entwickelt, die Kinder und Jugendlichen ausfüllen sollten. Recht niedrigschwellig
und haben das als Grundlage genommen, um dann später, als man sich wieder treffen konnte, diese Konferenzen schon zu spezifizieren. Das heißt, man hat nicht mehr so eine ganz große Ideenkonferenz, was wollt ihr und was stört euch. Das haben wir sozusagen alles digital schon gemacht und haben dann so Mini-Themenkonferenzen gemacht. Ne? Also großes Thema ist ja immer Freiräume, Räume und so weiter. Und das Tolle war, dass man ja manchmal auch Kommunen hat, die so ein bisschen skeptischer sind. Und so eine Umfrage ist so für so erwachsene Horizonte manchmal überzeugender als das, was die sehen, ne? Also als das, was so im Ort passiert und so beobachtbar ist, sondern es ist dann festgehalten in der Excel-Tabelle und hat damit mehr Wirklichkeit. Genau. Und man konnte das tatsächlich sehr gut auswerten und um so Initiative Stadträte noch mit zu supporten, konnte man das gut in diese Stadtratssitzung einbringen und somit die anderen mit überzeugen. Dazu gibt es recht viele kostenlose Tools. Wir haben es selbst über die Stiftung gemacht. Jetzt fällt mir gerade Lamapol, haben wir das gemacht. Es gibt aber ganz viele auch datenschutzkonforme Angebote mittlerweile. Das kann ich Ihnen wirklich empfehlen als Auftakt. Da ist ganz, ganz wichtig, dass das in die richtigen Kanäle gespielt wird. Wir haben das beispielsweise in die staatlichen Lernplattformen, in Sachsen heißt es LernSachs, eingespeist über die Schulsozialarbeitenden. Und damit haben wir die jungen Menschen im Lockdown, im Digitalen erreicht, ohne noch ein zusätzliches Angebot da zu stricken, weil oftmals sind die 12- bis 14-Jährigen jetzt noch nicht so weit, dass sie ihre E-Mail-Adressen so richtig bedienen und wir die aber auch nicht in ihren privatesten Räumen über Instagram, wo die sich eigentlich mit ihren Freunden treffen wollen, nicht so zuspammen und quasi die so, ja, so ein bisschen übergriffig in diese Räume reinrennen, genau. Und diese Ideenkonferenzen, diese digitalisierten Ideenkonferenzen oder dieser Auftakt hat wirklich sehr gut funktioniert. Und es war auch schön, weil man so mit den engagierten Erwachsenen auch ein bisschen was noch mit an die Hand geben konnte. Ne? Dann war das nicht so im Leerlauf, sondern war, okay, wir bereiten diese Befragung vor, man kann da eben noch Besonderheiten reinbauen, man kann es zusammen auswerten, man kann eben so diese Themen spezifizieren und das hat dann auch Spaß gemacht, mit den Erwachsenen dann an diesen Themen erstmal zu arbeiten. Und sobald man sich dann wieder treffen konnte, sind wir dann sozusagen in diese einzelnen Slots gegangen und haben da eben schon so kleine Themenkonferenzen vorbereitet. Genau. Das und dann haben wir noch alternative Ortsbegehungen gemacht, weil das ja auch immer so ein Thema ist. Man muss ja erstmal sich einen Überblick zu diesem Ort verschaffen und auch Kinder und Jugendliche brauchen da nochmal einen anderen Blick darauf. Und in dem oberen Bild sehen Sie die Dorfdetektive. Das ist die Methode, die ich Ihnen vorstellen wollte, was ich erst gerade schon angedeutet habe. Diese Methode ist, wie gesagt, auch auf unserer Webseite mit allem, was man dazu braucht, sozusagen als Download. Also ist auch wirklich cool anwendbar. Und das Schöne ist, es geht nicht nur mit Kindern, sondern geht auch sehr gut mit Jugendlichen und Erwachsenen und Seniorinnen. Kann ich tatsächlich empfehlen, macht wirklich große Laune. Die bekommen Sofortbildkameras, Mikrofone und noch Bögen und gehen durch diese Orte. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Klingt einfach, ist es auch und macht auch wirklich richtig viel Spaß. Die tapen dann in der Stadt, das ist mit grün und roten Post-its. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was schreiben das drauf? Und es sind ganz oft, ne? Es fehlt ein Zebrastreifen, es fehlt eine Ampel, aber auch so die Logik von Spielplätzen. Ne? Da war so ein Bürgermeister, der mit den Kindern dann so über diesen Spielplatz gegangen ist und hat gesagt, ja, warum geht ihr denn hier nicht hin? Und haben gesagt, ja, weil die Geräte nicht schön sind, weil die nicht im richtigen Abstand und in der richtigen quasi Spieldramaturgie stehen. Dieser Spielplatz machte also für diese Kinder überhaupt keinen Sinn. Hat der Bürgermeister erst verstanden, als er mit denen da auf diesem Platz stand. Und man kann damit auch nochmal, und das funktioniert auch in vielen Orten, nochmal Orte, die eigentlich für die Kinder und Jugendlichen sind, die aber noch gar nicht auf dem Schirm haben, in so eine Ortsbegehung platzieren. Also sprich, da gibt es Treffpunkte, die für viele Jugendliche gar nicht so präsent sind und meist auch viele Ortsteile haben und die irgendwie ihren Ort an sich noch ein bisschen besser kennenlernen. Unten das Foto, was Sie da sehen, das ist wirklich sehr charmant gewesen. Das war auch war das noch Lockdown? Kurz nach Lockdown, aber wo alle auch noch so ein bisschen, ne, kann man das machen, kann man das nicht mehr, kann man das nicht machen, in so einer Unsicherheit waren.
Da hat der Bürgermeister vorgeschlagen, weil er gesagt hat, ja, ich will hier Radwege planen, aber können wir das nicht irgendwie mit den Kids zusammen machen, wo die das auch wirklich brauchen? Und die wollen eine Dirtbike-Strecke und die wollen auch noch irgendwie, wollen irgendwie noch so viel, können wir das nicht mit denen zusammen machen? Und er hat kurzerhand eine Fahrradtour mit denen geplant und hat die eingeladen. Und ist mit denen quasi mit dem Fahrrad durch den Ort, mit dem entsprechenden Abstand. Und das hat auch super funktioniert, um einfach plötzlich, okay, der Bürgermeister fährt mit uns Fahrrad, wie cool. Der hört sich das jetzt hier an. Und so hatte der auch gleich ein Gefühl dafür, okay, wo sind denn jetzt eigentlich die Stolperfallen aus Kinder- und jugendlicher Sicht in diesen Fahrradwegeplan? Genau. Und das war auch eine gute Alternative, um sich trotzdem zu treffen. Natürlich ersetzt das nicht dieses Beherzte und in großen Gruppen und gern auch in vollgerammelten Räumen mit vielen Leuten. Dieses Gefühl ersetzt es nicht. Aber es hat zumindest geholfen, um diese entstehenden Beteiligungsprozesse nicht abreißen zu lassen und denen auch Lust zu machen, weiter dran zu bleiben. Und so halbwegs Begegnungen irgendwie zu ermöglichen. Genau. Das sind quasi die drei konkreten Methoden, die ich Ihnen mitgebracht habe. Und jetzt bin ich erstmal am Ende angekommen und danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.